sagen, wenn Sie gehen zurück auf Fried. Auf Holzer kommt man zurück, auf Holzer, ja. Aber das Holzer, ja. Wieder, und er, es ist nicht, auch nicht ganz geklärt, ob Holzer hier tatsächlich nicht gebaut hat. Ob Holzer jemals ein Lehrverhältnis bei Ried war. Wir wissen sicher, in Saarland wissen wir es, da gibt es eine Quelle, wo es heißt, dass er, aber ob er hier mitgebaut hat, das ist wirklich alles andere als sicher. Er hat hier 1766 hat er im Dezember hat er eingeheiratet. Die Tochter des verstorbenen Zettler Orgelbauers und man kann höchst annehmen, man kann wirklich rückschließen sagen, ja, er könnte ja bei dem Zettler gewesen sein. Ja. Das war der Orgelbauer in Otterbeuren, das war der Schwiegervater von Rieb, aber der war 1766, wo die Orgeln fertig waren, gestorben. Also es ist möglich, dass er beim Zettler gearbeitet hat und hier mitgearbeitet hat. Eine Mitarbeit von dem Zettler ist nicht verbürgt, wir haben keinen Bauakt hier. Alles, was wir haben, ist von Silbermann oder von den Beschreibungen, von dem Briefwechsel mit dem Abt von Saarland. Aber der Bauakt ist nicht zu finden. Und es gibt jetzt umfassende Renovierungen? Ja, umfassend nicht. Also nicht. Sag mal, da ist seit 1960 Jahren kein Dreck, kein Staub rausgemacht worden. Das ist voll, könnte man machen. Und die Pfeifen im Bogen. Thank you.
When the upper note appears before. Make a little bit more articulation. Yeah.